Jerome Bachhoffner, gestern ein eher unglücklicher Auftritt mit dem Puckverlust in der Mittelzone. Gleichwohl hat man gestern gewonnen und heute. Aus eurer Sicht die richtige Reaktion mit dem Goal? Ja, ist natürlich auch das Vertrauen vom Coach. Wir haben darüber geredet, es ist unglücklich von meiner Seite her. Das Beste auch nicht gezeigt, die Reaktion. 2-1 gewonnen, 3 Punkte, was will man mehr? Heute hat ja die ZSC Lions eine Reaktion gezeigt. 2-1 Sieg gestern, 4-3 Sieg. Im Moment sind es knappe Siege, wenig Offensivspektakel. Wie egal ist einem das als Stürmer, dass man einfach so knapp gewinnt? Ja, wenn man jetzt 2-1 gewinnt oder 6-0, schlussendlich ist es ein Sieg. Gibt uns 3 Punkte. Ich habe das Gefühl, es kommt mit der Zeit, gehen die Goal automatisch schießen. Und ja, dann gewinnen wir auch hoch. Du hast ja schon mal den Trainer gesagt, es brauche Zeit, für dass sich die Sturmlinie finden, dass das Offensivpotenzial ausgerufen werden kann. Warum braucht es so viel Zeit, dass man sich findet? Warum kann die Zentrum der Lions dort weitermachen, als sie aufgehört haben letzte Saison? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, es kommen immer neue Spieler rein, die mit anderen zusammengespielt haben. Die Chemie muss man zuerst auch aufbauen. Aber ich habe das Gefühl, das läuft bis jetzt tipptopp. Und je länger die Saison geht, desto besser wird es.